Seid gegrüßt, Freunde, hier ist der Appiray. Und es geht zwar weiter mit Pokémon XD, aber ich habe mir was überlegt, damit diese Blamage, ja, ich sag eher knappes Ding, ungefähr eine Blamage war es endlich, ich hab's ja retten können. Nicht nur einmal passiert, werde ich jetzt aus diesem Part einen kurzen Trainingspart machen. Ich habe mir das so mal überlegt und das eine Video nochmal angeguckt. Und ja, wenn ich jetzt weiterspiele und ja, das... voilà, eigentlich wollte ich ja heilen. Ich weiß nicht, ob ich nämlich da geheilt werde. Ich mach's jetzt einfach. Das wird dann so ein bisschen knapp. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich nämlich jetzt noch eins dazu bekomme, ja, das... Ich sag einfach, es wird knapp. Und da ich ja weiß, dass wir hier von Areal 3 starten können, nehme ich direkt das dritte. Warum sage ich eigentlich immer Areal? Ist auch egal. Areal. Areal, doch. Hey, was laber ich? Mann, wo bin ich mit meinen Gedanken? Tut mir leid. Naja. Oh Mann, wo war ich gerade mit meinen Gedanken? Nicht bei der Sache. Und dann werde ich jetzt einfach in diesem Part das hier machen, schnell. Und denke mal, dann ist gut. Der hat nur ein einziges Pokémon. Ein Raichu. Wo ich sagen muss, ein 27er Raichu. Das würde Hundemann auch so hinkriegen. Aber nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Glut und Konfusion. Ja, Psychokinese so. Ich muss nämlich unbedingt Kill ja so ein bisschen hochkriegen. Auf 30 entwickelt sich, glaube ich. So war es ungefähr. Deswegen, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ach nee, Donnerwelle. Naja. Passiert. Mal sehen, wie stark das Spiel ist. Nice. Down ist Raichu. Jetzt will ich mal wissen, ob wir geheilt werden nach dem Kampf oder ob wir selber unsere Items dafür nutzen müssen. Okay, so. Wenn er mehr Pokémon hätte, dann wäre er eigentlich nicht schlecht. Und ich werde gehalten nach jedem Ding. Okay. Und der nächste Matrose. Komm her. Felix. Und jetzt geht's ab, Felix. Und Goldini und Togetic. Ein Goldini ist ein Wasser-Pokémon, ein Togetic ein Normalflug-Pokémon. Das Raichu von eben war ein Elektro-Pokémon, für die, die es nicht wussten. Okay, Finte auf Togetic und Schockwelle auf Goldini. Togetic hält das definitiv aus, soweit ich das erahnen kann. Yep. Hornattacke. So. Ich muss auch mal auswechseln, weil ja Quanah muss ja auch mal ein bisschen was abkriegen noch. Mir fällt auf, wir sind sehr, sehr dicht an diesem Level. Wenn wir sofort reingegangen, wo das verfügbar wäre, müsste ich sogar sagen, ich hätte es vielleicht nicht durchgeschafft. Durch das dritte. Aber okay. Das wird schon. Gute Nacht. Und tschüss, Togetic. Tut mir leid. Ich mag Togetic. Ich frage mich gerade, ob man eins kriegt. Wenn ja, wenn es ein gutes Wesen hat, trainiere ich es. Togetic mag ich. Kann Togetic Donnerwelle lernen? Da müsste ich mich mal schlau machen. Nämlich praktisch. Ich brauche nämlich jemanden mit Donnerwelle. Das wäre vom Vorteil.
So. Schön, schön. Dann hätten wir den auch. Ich habe verloren, ja. So. Aquana Level 30. Okay, ich mach Hundemon erstmal noch ein Level. Danach hole ich Aquana nach. Na, was hast du denn zu bieten? Luftikus Gaston. Mal sehen, was der Luftikus spielt. Er spielt Vati, ein Elektro-Pokémon. Und Fampi, ein Boden-Pokémon. Unser schönes Team wieder aus Hundemon und Kirlia. Vati hat Statik. Okay, also sollte ich Nahkampf vermeiden. Gut, dann kümmere ich mich erstmal um Fampi mit dir und du machst Schwingen auf Vati. Zack. Volltreffer sogar. Nice, oh. Mal sehen, wie viel das Vati aushält. Oh, Smogon. Ein Psychokinesen Smogon wäre weg, würde ich sagen. Oh ja. Donnerschock. Ach, ist das süß. Klatsch. So, was trägst du eigentlich? Trägst du Holzkohle? Du fackelst mal Vati ab und du kümmerst dich um Smogon. Schöne gute Attacke. Achso, Smogon ist ein Gift-Pokémon. Mann, ich bin immer noch nicht ganz bei der Sache. Ich muss mir das mal merken, dass ich das ankündige. Das habe ich in dem einen Part so gut hingekriegt. Und jetzt schaue ich das nicht. Psychokineser. Eine sehr effektive Attacke. Und es geht zum Boden. Tschüss, Smogon. Noch drei Level und dann kriegst du deine Entwicklung. Wenn ich nicht falsch liege. So. Du bewunderst mich. Ja. So, alter Herr. Wir kämpfen jetzt eine Runde. Normalo Norman. Er ist gestraft fürs Leben. Ein Magnaion. Und ein Nasgenäht. Magnaion, die der Schrei hört sich an wie so eine Kaffeemaschine, nebenbei erwähnt. Nasgenäht, also Magnaion ist ein Unlicht-Pokémon, Nasgenäht ein Gestein-Pokémon. Fähigkeit Bedrohung senkt unseren Angriff. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Da Magnaion für mich eine große Bedrohung ist, weil Kirlia draufgehen könnte, wollte ich eigentlich alles drauf feuern, aber ich lasse es lieber. Wir lassen Hund gegen Hund kämpfen. Und bis, wenn du es auf Kirlia machst, könnte Kirlia Probleme kriegen. Oh ja. Das hat gesessen. Aber Kirlia kann angreifen. Sauber Kirlia. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Rückzug. Cool, jetzt kann ich Hundemon nicht mehr auswechseln. Naja, egal. Ich denke mal, der Kampf hat sich damit erledigt. Und wir können auf den nächsten Kampf uns schon freuen. Nein, ist besiegt. Kaffeemaschine. Hundemon kriegt kein Level ab. Da muss ich mal ein bisschen ranhalten. Warte. Wie viele Erfahrungspunkte braucht er? Muss ich gerade mal überlegen. Ob das wirklich ein. Ist das 1.200.000 ist oder ob das ein 8.000. 800.000 ist. 1.200.000. Und es gibt auch welche wie zum Beispiel Knilz und Kapels, die brauchen 1.600.000 Erfahrungspunkte und das ist extrem, sogar mehr als ein legendäres Pokémon. So, sind wir schon bei der guten Hälfte angekommen. Oh, da steht total auf Pflanzen-Pokémon. Rasa, Oscar. Lilie.
lustig, wenn die nur ein Pokémon haben. Lilip ist ein Gestein Pflanzen-Pokémon, haben wir schon mal gesehen in diesem Let's Play. Das ist ein starker Verteidiger. Und mal sehen, ob es den Doppelangriff aushält. Bin ich echt gespannt. Definitiv nicht. Das ist zu viel Schaden, was wir machen, glaube ich. Oder? Ja, zu viel Schaden. Das war's wohl mit deinem Lilip. Es tut mir aber leid. So kriegt der Quader nie die nächste Runde. Naja, egal, es dient, soll ja eigentlich für Killia da sein. Damit es so ein bisschen nachrückt. So, zeig mal, was du hast. Baker Anton. Fostelka. Unter die Ursa. Fostelka ist ein Stahl-Käfer-Pokémon. Unter die Ursa ein Normal-Pokémon. Unter die Ursa haben wir uns schon mal gekrallt. Und Fostelka werde ich jetzt mit einer einzigen Feuerattacke niederwälzen. Weil es hat durch Stahl und Käfer eine Doppelschwäche. Und das heißt, bye bye Fostelka. Und tschüss. Ich sag's ja. Mit einem Schlag besiegt. Und da ist das Level Up. Für Hundemon. Oh, es hat fast 100 Spitzangriff. Das ist schon mal super. Ja, ich bevorzuge so ein bisschen eher den Spezangriff. Es spielen viele über den normalen Angriff, kann man sagen. Aber da es so diese Bedroher-Pokémon und so weiter gibt, ich mag das dann nicht über den Angriff anzugreifen. Da hast du dann zwei Bedroher-Pokémon im Kampf gehabt und das, dein Angriff ist so down, das kannst du dann komplett vergessen, das mag ich nicht. Deswegen, ich bevorzuge Spezangriff lieber. Sollte entweder eine ausgleichende Gerechtigkeit geben, Bedroher für so einen Spezangriff. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wie man es nennen könnte. Oder halt den Bedroher weglassen. Weil wenn zum Beispiel, das finde ich auch ein bisschen unfair, wenn einer nur einen Team aus Angreifern hat und der andere nur Bedroher-Pokémon hat. Ich sag, man kann zwar sagen, ja, dann hätte er sein Team besser ausgewogen irgendwie machen sollen, aber es ist halt so. Aber egal. Man muss sich drüber aufregen. Hunduster hatten wir mal. Ein Unlicht-Feuer-Pokémon. Und Corazon, ein Wasser-Gestein-Pokémon. Das trifft sehr gut, dass wir in diesem Moment gewechselt haben. Da wir jetzt mit der Aquaknarre Hunduster besiegen können. Und mit der Schockwelle Corazon einen überbraten können. Zack. Das ist sehr effektiv. Und Booster geht zum Boden. Schockwelle. Ich glaube, fällt es aber aus. Ja, war mir klar. Blubstrahl. Auf. Oh, Killia. Ja, um das Corazon war schon eher weniger Sorgen. Um das Geradax schon eher. Ich mach mal Psychokinese. Auf Geradax auch. Was? Du bist schneller? Willst du mich auf den Arm nehmen? Gibt's erstmal hier die volle Ladung. Das Vieh steht nochmal auf. Der Rückstoß, der Effekt war richtig stylisch. Das Vieh voll kann weg und steht gerade noch so auf. Aber das, denke ich mal, war zu viel. Ach so, und zu dem Wesen von Killia, naiv. Ich habe mal nachgeguckt, was das bringt. Ich habe zwar gesagt, das senkt die Verteidigung, erhöht
Initiative. Aber da habe ich mich ein bisschen geirrt. Das erhöht zwar die Initiative, aber senkt die Spezverteidigung. Aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. So. Jetzt machen wir Corazon fertig und aus hat sich die Sache, würde ich sagen. Und Psychokinese, das war's. Ja. Gute Nacht, Corazon. Viel Spaß. Und der ist besiegt. Das geht ja richtig rucki-zucki hier durch. Das freut mich, ja. Haben wir noch zwei Stück vor uns. Einmal den und dann den Arealleiter. Was? Da hat irgendwas mit Bedroher gesagt. Bodybuilder. Davon gibt es definitiv zu viele in diesem Spiel. Ah ja, Bedroher-Pokémon hat er nun. Oder ein Bedroher-Pokémon. Sagen wir es eher. Maskenregen ist ein Käfer-Flug-Pokémon. Vorentwicklung war Geweiher. Haben wir auch schon gesehen. Und nebendran Krebskorps, ein Wasser-Pokémon. Zur Geweiher ist eigentlich nicht viel zu sagen. Dass das viel Hydro-Pump lernen kann, das ist richtig lustig. Ich versuche jetzt mal Geweiher mit dem vom Himmel zu schießen und Psychokinese auf Krebskorps. Psychokinese hat einfach ein bisschen mehr Effekte als jetzt Schockwelle, weil erstens wir haben Selbstverstärkung durch unser eigenes Element und einmal Krummlöffel. Das powert mehr als diese Effektivität, denke ich mal. Und halt, dass die Attacke eine höhere Stärke hat. So. Ja, okay, er ist down. Was mich halt jetzt so ein bisschen ärgern würde, wenn Lumina es nicht schafft, das Level-Up jetzt zu kriegen. In dem Part wollte ich eigentlich das Level-Up machen, so dass es sich entwickelt. Und dann, ja. Ah ne, stimmt, es gibt ja zwei Gegner noch. Einmal die 30, habe ich total vergessen. Und dann Area, also den und dann Area-Leiter, so. Seong. Seong ist ein Wassereis-Pokémon. Morlord ein Wasserboden-Pokémon. Da ist unsere Wahl eher schlecht. Nee, eigentlich ausgewogen. Dann muss ich mir überlegen, von wem ich mehr Angst haben muss. Ich denke mal, ich werde einen Doppelangriff auf Morlord machen. Obwohl, ich kann ja auf Morlord Eisstrahl machen. Und Psychokinese auch aufs Morlord. Machen nämlich Doppelangriff drauf. Damit wir keinen Doppeltreffer abkriegen. Ich weiß, die halten schon was aus hier. Ich hoffe, das reicht aus mit der Psychokinese. Ja, passt. Morlord gibt nur schöne Erfahrungspunkte. Und Aquana kriegt das Level ab. Super. Es sieht nicht so aus, als würde es Killia schaffen, das Level auf das Nötige zu kriegen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Egal, dafür ist es ein Trainingspart. Ich werde dann nochmal irgendwo einen Trainer raussuchen, dass ich noch schnell das Level-Up von Killia kriege. Wäre nämlich richtig schön, wenn wir das so noch kriegen, die zwei Levels. So. Oder ich zeige schnell mal ein Kolosseum. Könnte ich auch machen. Gehört ja auch zum Training, kann man sagen. Aber ach, wir gucken jetzt erstmal, was der Arealleiter zu bieten hat. Gehen wir zum Arealleiter. Oh, das da. Das ist unser Arealleiter.
Fritzl wird's in Pandil. Mal sehen, wie viele Pokémon du hast. Tempomacher, okay. So. Wie machen wir das jetzt? Eisstrahl auf Fritzelblitz und Psychokinese auf Pandir. Mal gucken, dass ich Fritzelblitz schnell ausschalten kann. Ja, dachte ich mir, dass es nicht viel aushält. Na, was hast du noch? Ein Visenior! Visenior ist süß. Tschüss, Pandir. Nee, es hat's überlebt. Okay, machst du Irrschlag? Nee, Schockwelle. Aber auf Kilia. Auf Aquana wäre es effektiver gewesen. Oh ja. Der hat, der hat. Oh, rechte Hand. Das wird ja nichts bringen, Pandir kommt nicht mehr zum Zug. Rechte Hand sorgt dafür, dass die Attacke von Pandir jetzt verstärkt wird. Aber ich würde sagen, Pandir kommt nicht mehr dazu. So, Kilian, mach Pandir jetzt mal die Hölle heiß. So. Das wird ein schönes Ending. Wir hauen einen Visenior weg, was auch Schockwelle kann. Wahrscheinlich konnten alle Schockwelle, würde ich mal sagen. Okay. Und damit wäre dieser Kampf abgeschlossen. Und das Areal damit beendet. Ich habe 600 Pokepunks. Schön. Glückwunsch. Das erhalten wir als Anerkennung TM34. Moment, ich muss erst mal nachgucken, was die 34 ist. Schockwelle. Wir haben Durchbruch. Nice. Okay. Ich will aber wieder zurück. Ja. So, schön, schön. Ich will jetzt noch eine Sache nachgucken, dann beende ich den Part. Weil wir haben eigentlich alles jetzt so weitestgehend abgeklappert. Wir haben ein Areal geschafft, dadurch eine kleine Trainingstour gemacht. Und wenn ich jetzt noch ein neues Areal oder ein Turnier beginne, das dauert zu lang. Also ein Kolosseum-Turnier. Deswegen prüfe ich hier noch schnell was nach. Im nächsten Part zeige ich euch, denke ich mal, ein Kolosseum. Und gucken wir mal, was hier noch so alles ist. Body Slam habe ich immer gern beigebracht. Aber habe jetzt kein Pokémon dafür. Donnerwelle will ich irgendjemandem beibringen. Das steht fest, aber naja. Na gut, na gut. Ich will jetzt eine Sache noch nachgucken. Damit ich mich jetzt nicht verschätze oder so. Ich weiß, dass ich zum Albaskus anwesen muss und so. Aber das will ich jetzt unbedingt nochmal nachprüfen. Also ich muss am Ende zum Albaskus anwesen. Aber ich will erst mal hier was nachgucken. So. So, 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 so. Und ich muss sagen, die Stadt ist schön. Wurde auch schon in Kommentaren, ist in einem Kommentar erwähnt, dass die Stadt sehr verlockend ist. Ganz ehrlich, wenn es die Stadt irgendwo gehen würde, ich würde es mal besuchen. Schade, schade. Na gut, kann ich eigentlich hinter den Tresen? Auch schade. Ich wollte gucken, ob das Turnier jetzt schon freigegeben ist, aber ist leider nicht freigegeben. Nun gut, ich sage, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, see ya.